Geisteswissenschaften. Der Mensch steht hier im Mittelpunkt. Alles, was er jemals gedacht, gezeichnet, geschrieben oder öffentlich geäußert hat, spielt eine Rolle. In den Geisteswissenschaften untersuchst du in Fächern wie Geschichte, Philosophie, Linguistik, Literaturwissenschaft und Kunstgeschichte verschiedene Sprachen, Kulturen und Zeitalter. Du erforschst und deutest, wie und warum Menschen handeln, miteinander kommunizieren, schreiben und künstlerisch tätig sind. Mich fasziniert, dass man in den Geisteswissenschaften die Vorurteile, die man in jeglichem Denken hat, immer wieder hinterfragen kann und immer wieder für sich neu definieren kann. Mich fasziniert ganz arg bei den Geisteswissenschaften, dass es bei mir im Studium zum Beispiel auch eine kleine Zeitreise immer ist. Und ich finde es sehr spannend, irgendwelche Quellen zu lesen oder mich einzuarbeiten, weil man immer irgendwas mitnehmen kann, was einen in der Gegenwart auch noch irgendwie betrifft. Und was halten die Geisteswissenschaften für dich bereit? Geisteswissenschaftlerinnen oder Geisteswissenschaftler trifft man häufig in der Bibliothek. Dort sind ihre wichtigsten Quellentexte und ein großer Bestand an Forschungsliteratur aufbewahrt. Sie brauchen ein gutes Verständnis für Sprache, manchmal auch Kenntnisse in alten Sprachen wie Latein und Altgriechisch, denn sie müssen große Mengen an Texten lesen, kommentieren, übersetzen und interpretieren. Dafür gibt es verschiedene Methoden der Analyse und eigene Wissenschaftsdisziplinen. Ich glaube, um wirklich Interesse an dem geisteswissenschaftlichen Studium dran zu bleiben, ist es gut, dass man ein Ziel vor Augen hat, mal in die Arbeitswelt schnuppert und guckt, was denn damit möglich ist. Während meines Studiums habe ich sehr lange in einem Verlag gearbeitet, habe mich dann in den Kunstbereich, in den Kulturbereich bewegt und mit diesen ganzen Umwegen habe ich im Endeffekt das gefunden, was mich auch tatsächlich interessiert. Ich glaube, die größte Hürde für mich war, dass ich mein Latinum nachmachen musste, weil ich das in der Schule nicht hatte, also Latein. Am spannendsten finde ich, dass man sehr kritisch bleiben muss. Wenn man dann eine Quelle liest, die dann doch irgendwie gefälscht ist oder irgendwie doch nicht so stimmt, dann ist es doch sehr spannend und man ist auch sehr stolz auf sich, wenn man dann weiß, okay, da ist ein Fehler, da kann irgendwas nicht stimmen und das macht ziemlich Spaß, also sehr aufregend. Welche Geisteswissenschaft steckt in dir?